Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu GTA Vice City. Wir stehen hier in unserer wunderschönen großen Villa. Und ich erinnere mich vage, denn es ist schon ein wenig her, da ich das letzte Mal eine ziemliche Marathonaufnahmesitzung gemacht habe, dass wir da wieder an so einer Frustrationsmission scheitern, da wir da dauernd auf so komische Blondinen treffen, die uns gerne über den Haufen ballern. Das finde ich ja weniger prickelnd, deswegen habe ich mir einfach mal so gedacht, dass ich schon mal so ein bisschen jetzt in den nächsten Folgen, also wir das mal vorbereite. Ich habe mir so eine letzte Möglichkeit überlegt, wie wir das dann vielleicht doch hinkriegen. Beziehungsweise zwei letzte Möglichkeiten. Die eine ist ein bisschen brachialer, die andere ist vielleicht ein bisschen taktischer und dafür aber dann natürlich nicht so sehenswert. Also was heißt sehenswert? Es wird wahrscheinlich dann nicht viel passieren. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen auch sowieso erstmal hier gucken, dass wir ein bisschen Geld rankriegen. Und wie gesagt, diese brachiale Methode, die hier fordert einiges an Vorbereitung. Und deswegen versuche ich hier so ein bisschen jetzt, keine Ahnung, ich versuche euch das natürlich so interessant wie möglich zu gestalten. Ist natürlich logisch. Nur, es wird doch vielleicht einige Zeit in Anspruch nehmen, weil ich kann nicht garantieren, dass wir das ruckzuck hinkriegen werden. Und ich habe ja auch so ein bisschen mir überlegt, dass wir vielleicht noch ein bisschen Geld farmen und dann vielleicht die hinten die Docks kaufen, dass wir dann nebenbei noch vielleicht so ein paar andere Missionen machen können. Oh, zieht der irre, ist der irre oder was? Zieht der Idiot hier einfach rüber? So, rammen wir den einfach weg. Und vielleicht wird der ein oder andere ja gleich wissen, wo ich hin will. Und nämlich da vorne, dieses orange Gebäude ist nämlich Objekt unserer... Ah, scheiße, nehmen wir hier natürlich... Oh, das Auto qualmt schon. Da haben wir es doch. Dies ist das Objekt meiner Begierde. Wie viel kriegen wir davon? 4 Stück, das ist nicht allzu viel. Da würde ich gerne vorher noch ein wenig mehr von machen. Farm. Das Problem ist natürlich nur, dieses Ding muss jetzt erstmal nachspawnen. Deswegen fahre ich hier einfach so ein bisschen hin und her. Vielleicht machen wir nochmal eine Charlie-Proper-Mission. Das wäre vielleicht auch ganz gut. Oder kann man sich hier vielleicht irgendwie... Oh, Alter! Leute! Ihr fahrt auch wie die letzten Hempel! Konnte man hier unten nicht im Dings kaufen? Hier im Autohaus. Hier ist auch das Autohaus. Hier konnte man doch auch... Genau, das konnte man sich doch auch kaufen. Wie teuer ist denn das? 50.000! Willst du mich verarschen? Ja, okay. 50.000 haben wir nicht. Aber hier oben ist ein verstecktes Päckchen. Yippie-yay! 11 von 10, von 100. Wow, da haben wir noch einiges vor uns. Ja, das Problem ist einfach nur, ich muss jetzt zusehen, wie ich die Zeit rumkriege. Wir klauen jetzt erstmal ein neues Auto. Nein, da steigst du wieder ein. Okay, Chat, wir gehen natürlich, ich gehe da. So, wir fahren natürlich immer schön mit dem Auto durch die Wand. Ich fahre jetzt einfach hier so ein paar große Runden, versuche vielleicht noch hier und da ein bisschen was abzuklappern. Schade, ich glaube, diese Rennmission, die können wir auch dann erst machen. Ach nee, das ist ja... Ach, ich wollte schon gerade sagen, juhu, wir haben eine neue Mission auf dem Radar. Und dann fällt mir ein, ach, da hinten ist doch die Druckerei. Und das ist ja im Prinzip die Mission, die uns immer zum Scheitern bringt. Ja, ich versuche jetzt hier echt ein bisschen Munition zu farmen für den Raketenwerfer. Weil dann knallen wir da die ganzen... Was haben wir da noch? Was sind das hier? Laundry. Ach, das sind Klamotten. Ach so. Trainer? Hä? Trainingsanzug. Auch mal was Schickes. So haben wir doch noch was Neues gefunden hier. Ach Mensch, ist doch schön. Und ich könnte ja mal hinten zu dem Dings fahren, zu dem großen Stadion. Weil da kommt man auch ab und zu was machen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon können oder... Alter, die ziehen einfach rüber, ey, das ist ja... Ich meine, das Leben könnte so viel einfacher sein, wenn die mal den Schulterblick anwenden würden. Aber nö, tut ja irgendwie hier keine Sau. Schlimm ist das, Leute. Ja, tut mir leid, dass das jetzt echt so ein bisschen langwierig wird, die nächsten Folgen. Entschuldige ich mich schon mal im Voraus, aber... Ja, so ist das halt bei GTA Vice City. Manches erfordert echt so ein bisschen Vorbereitung. Und da ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo wir so schnell eben
Geld auftreiben können, weil wir auch keine anderen Missionen machen können, außer das. Hier sind 2 Uhr hintereinander drauf, das ist auch schön. Hier gibt es wieder neue Klamotten, auch gut. Boah, Alter. Müssen wir hier... Entschuldigung, der ist mir vors Auto gerannt. Das habt ihr genau gesehen. Auch wenn ich auf dem Fußweg gefahren bin, das war seine Schuld. Ja, das muss einfach sein und... Ansonsten, es bringt ja auch nichts, wenn wir da 50.000 Mal krepieren und trotzdem nicht weiterkommen. Gut, nach dem 50.000 ersten Mal würde ich es vielleicht dann doch irgendwann mal schaffen, aber sicher bin ich mir da nicht. Und deswegen wähle ich lieber, das ist, glaube ich, der schnellere Weg, dass wir vielleicht hier so 1-2 Folgen mal wirklich versuchen, ein bisschen Geld zu farmen und vielleicht ein anderes Gebäude noch kaufen, wo wir dann wieder Missionen machen können. Ich will da rein. Da konnte man doch irgendwie Missionen machen. Oder habe ich da was verpasst? Ich glaube da... Also man konnte hier auf jeden Fall was machen. Ich weiß noch nicht, ob man das erstmal freischalten muss. Da ist ein Polizist. Sollen wir dem helfen? Ah ne, jetzt hat er ihn eh in die Ecke gedrängt. Das macht er schon von sich aus. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, ist jetzt echt ein bisschen blöd, dass ich hier erst alles abklappe. Alter. Das gibt's nicht. Polizei. Polizei. Ey. Opa da hinten. Man hat mir mein Auto geklaut, was ich geklaut hatte. Ey, das ist Wahnsinn. Du stellst dein Auto für 5 Sekunden hier ab und es ist weg. Das kannst du auch keinem erzählen. Ist hier noch irgendein verstecktes Päckchen vielleicht? Das ist ein Boot. Ja, schön. Brauche ich aber im Moment nicht. Ich weiß doch, hier gab es auch noch irgendwo ein verstecktes Päckchen. Irgendwo hier hinter so einem Pfeiler gab es das. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier rum. So, wir laufen einfach. Wir gucken einfach mal. Irgendwo muss es hier ein verstecktes Päckchen noch geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Komm, Tommy, lauf mal schräg hier, seitwärts. Links 2, 3, 4. Links 2, 3, 4. Grün oder blau? Grün oder blau? Wir nehmen das Blau. Das passt besser zu unserem roten Trainingsanzug. Wir sind natürlich mobil. So, zack, schon haben wir wieder ein neues Auto. Muss ich natürlich immer hier so reinfahren. Ich kann mich nämlich während des Autofahrens nicht wirklich umgucken. Oder doch hier. Ah, so. Ach, siehste. Schon baller ich wieder irgendwo gegen. Ich konnte doch auch. Na. Ah, scheiße. Ich probiere einfach ein bisschen. Bist du denn des Wahnsinns? So, den will ich haben. Haben wir irgendwo eine Pistole? Ne, haben wir nicht. Gut, dann hat sich das mit dem erübrigt. Und da sehe ich doch schon unser verstecktes Päckchen. Hahaha. Meins. Das ist schön, jetzt habe ich auch endlich, nach wie vielen Folgen sind wir? 40 haben wir doch schon, oder nicht? Habe ich endlich herausgefunden, wie man sich zur Seite guckt beim Autofahren. Wuhu! Das kannst du auch nicht. Das Auto, das nehmen wir uns. Das passt auch passend, das ist auch hier in diesem wunderschönen Kackrot. Passend zu unserem Trainingsanzug. Jetzt sind wir richtig ausgerüstet. Und das ist halt einfach mein Lieblingsauto, weil es einfach am besten sich zu fahren, fahren lässt. Ja, also wie gesagt, es wird vielleicht ein bisschen langwierig jetzt viel mehr als zwischen meiner Villa hin und her fahren und dem Fundort des Raketenwerfers werde ich, glaube ich, kaum tun können. Außer, dass wir beschäftigen uns mal mit so kleinen Minigames, die wir in so komischen Trucks finden. Aber die haben sich, glaube ich, auch relativ schnell abgenutzt. Hier noch irgendein verstecktes... Gut, das Gebäude kann man auch kaufen. Das Problem ist einfach nur... Gut, wir haben eine Menge Garagen. 14.000 Dollar sowieso. Over the top. Aber hier bringt uns das nichts. Hier weiß ich auf jeden Fall, dass wir keine Missionen machen können. Lass mich da durch, Mensch. Ich kann zur Seite gucken. Ah, da gibt es nur Molotov-Cocktails. Die brauchen wir nicht. Mann, ich will Raketenwerfer finden. Guck jetzt einfach mal hier hinten so ein bisschen entlang, ob man hier noch irgendwas findet. Da hier ist eine Motocross-Strecke. Aha.
Und Lebensenergie, ja, bleibst du wohl stehen. Also hier könnten wir mal mit unserem Motor Crossbike mal organisieren, dann können wir hier nochmal ein bisschen lang fahren. Einfach just for fun. Aber ansonsten ist hier hinten auch nicht wirklich was los, ne? Wuppa. Kommen wir hier hoch? Ja, braves Auto. Brav. Klappern wir einfach hier hinten mal die Hinterhöfe ab. Vielleicht finden wir noch ein verstecktes Päckchen. Mal einmal kurz geguckt. Nein. Donks. Wieder irgendwo gegengefahren. Hier drin vielleicht? Nein. Ach ja, das Leben ist doch schwer. Man will doch nur irgendwie vorankommen und dann sowas. Ja, das ärgert mich einfach, dass wir jetzt hier so ein bisschen Stillstand haben. Da ist ein Motocross-Bike, auch schön. Haben wir hier noch irgendwas? Hallöchen. Hier kommen wir nur da wieder raus. Und hier ist auch kein verstecktes Päckchen. Mäh. Ich suche mir jetzt aber auch nicht im Internet irgendwie raus, wo die ganzen Viecher, wo die ganzen Dinger sind. Das fände ich ein bisschen geschummelt, also. Es gibt ja mittlerweile, weil das Spiel auch schon so alt ist, so unfassbar viele Maps, wo dann irgendwie angezeigt wird. Oh, ein Helikopter. Vielleicht sollten wir es hin. Hallöchen, die Herren. Wie geht's denn so? Na, seid ihr auch alle schön fleißig am Arbeiten hier? Oh Gott. Ach, hier. Es lohnt sich doch. Ja, wir können ja so ein bisschen vorankommen. So ein verstecktes Päckchen gibt ja auch $100, also ganz umsonst ist das ja hier nicht. Ein Polizeihelikopter, den hätte ich ja schon ganz gerne. Ja, du mich auch. Du mich auch, Meister. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Ich will keinen Ärger. Ich will nur etwas Geld farmen. Hoppa. Und wieder schnell unser zerbeultes Auto. Rückwärtsgang reingehauen, irgendwo gegengeballert, fast einen Polizisten umgenietet. Was man nicht alles so tut. So, kürzen wir hier wieder ein bisschen ab. Ja, wie gesagt, ich kann mich einfach nur entschuldigen, dass wir jetzt hier so ein bisschen Stillstand haben. Dass ich da nicht mit meinen unglaublichen Pro-Skills, die ich ja sonst so an den Tag lege, ne? Ihr wisst Bescheid, da mal eben so durchrushe. Fahren wir hier ein bisschen als Geisterfahrer durch die Gegend. Und ja, es ist einfach manchmal doch ziemlich frustrierend, wenn man an so einer Mission dann wirklich festhängt. Weil da irgendwie man echt alle 5 Sekunden über den Haufen geschmissen wird. Und weil ich die Mission ja im Kopf habe, weiß ich auch ganz genau, diese Weiber sind erst der Anfang. Wir müssen da ja die, gehst du wohl weg hier? Komm, geht doch. Müssen wir halt erst die ganzen, können wir hier unser Auto reinpacken? Oh, was? Wir hatten doch immer Autos drin stehen. Wo sind denn die hin? Willst du mich verarschen? Alter. Fick dich. Ah, hier 2000. Also es geht. Also wenn wir pro Folge 2000 machen, naja. Vielleicht skippe ich das auch einfach, wenn das wirklich zu lange dauern wird. Dann glaube ich, ist es auch eine Überlegung wert, dass ich eventuell einfach sage, ich mache da mal einen kurzen Cut. Farme das Geld zusammen, also ich werde wirklich nichts anderes machen, außer neben diesem Button stehen und alle 5 Minuten da reinrennen, um das Geld zu kassieren. So lange, bis wir halt das Geld zusammen haben, um uns ein nächstes Gebäude zu kaufen. Vielleicht sogar den Malibu Club, wobei ich da auch nicht sicher bin, ob es da Missionen gibt. Das werden wir dann ja sehen. Oh, ich hab's geschafft. Gibt's da nicht noch irgendein verstecktes Päckchen? Na. Nee, anscheinend nicht. Blöd, ich hätte jetzt gerne noch ein verstecktes Päckchen hier gefunden. Na ihr, was macht ihr hier hinten versteckt? Ist das hier noch ein versteckter Eingang? Scheiße. Hier ist nochmal Leben, das ist schön zu wissen. Okay, Wir erkunden jetzt unser Haus. Wie lange wohnen wir schon in diesem Haus? Wann haben wir das übernommen? Vor wie vielen Folgen? Und jetzt erkunden wir es erst. Ach, hier geht's nur im Kreis. Ach so, okay. Dann haben wir hier nicht viel verpasst. Aus dem Weg, Arschloch. Gehst du da weg?
Und ja, dass ich dann da eben diesen Gedankengang, den ich eben hatte, zu Ende bringe, um mal das auf den Punkt zu bringen. Ich werde dann einen kurzen Cut machen. Ihr werdet nicht wirklich was verpassen. Also was heißt, ihr werdet überhaupt nichts verpassen, weil ich wirklich minutenlang, stundenlang nur daneben stehen werde und Geld farmen werde. Und dann, wenn ich dann genügend Geld habe, werden wir uns dann auf die Suche machen und uns ein neues Gebäude kaufen, an dem wir dann auch wieder vernünftig Missionen machen. Und ich hoffe, dann gibt es auch irgendwann wieder vernünftig Story-Missionen, weil wir müssen jetzt irgendwie so eine Low-Phase überwinden. Dann ist das hier wohl so einprogrammiert, dass man erst so ein bisschen Nebenquests macht. Ja, so mit so linken Methoden haben die Entwickler damals noch gearbeitet, dass man da wirklich erst so Nebenquests machen muss, um auch wirklich alles mal erlebt zu haben. Alter, was da, was ist denn hier los? Oh, noch verstecktes Päckchen. Ach Mensch, das freut mich doch. Gangbang. Gangbang oder was ist hier los? Gangbang der Doppelgänger, wa? Schämt euch auf meinem Grundstück. Hier ist noch eine Schutzweste, brauchen wir aber nicht. Wir sind ja eh noch voll ausgerüstet. Naja. So, hier nochmal ein bisschen Geld abgestaubt. Dann fahre ich jetzt noch einmal zum Ende dieser Folge kurz rüber zum Raketenwerfer. Hoffentlich ist der wieder da. Dann heißt das, ich fahre noch vielleicht so, ja, 10 Schuss wären schon schön. Also wenn der Profil, dann machen wir einfach den Versuch, gucke ich mal, dass ich den dreimal fahre und dann probieren wir es noch. Und dann machen wir uns nochmal an die Mission ran. Vielleicht kriegen wir es ja dann hin. Und ich weiß halt, dass man da diesen Plattenlieferanten oder die Plattenlieferantin, jetzt hätten wir fast einen Unfall gebaut, aber gekonnt haben wir das umfahren, dass man da eventuell dann doch, jetzt bin ich vorbeigefahren. Jetzt können wir nochmal eben gucken, wie teuer dann hier die Werft ist. Und uns nochmal den Ort der Schande angucken hier. Ja, Christmas kommt auch noch. Wie viel brauchen wir dafür? 10, ach Mensch, dann können wir, Leute, wir können uns die Werft kaufen. Das ist doch schön. So, und hier ist dann das Auto. Also müsste ich dann zusehen, dass ich mein Auto möglichst hier querstelle. Dann erst die ganzen Tussen weghauen. Hier kommen auch noch irgendwie dann welche raus. Der kann ja im Prinzip nur hier vorbeifahren. Schön wäre es, wenn ich da irgendwas hinstellen könnte. So ein LKW wäre super. So ein LKW wäre richtig super, so ein Lastwagen. Also einer wie da kommt. Wenn man den querstellt, den kriegst du auch, glaube ich, nicht so schnell weg. Dann haben wir genügend Zeit hier. Ja. Das ist ja jetzt hier ein bisschen Überlegungsarbeit noch. Das kann ich auch in dieser Folge nochmal machen. Also der wird wahrscheinlich dann, hier kommt der Hubschrauber, flap, 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 flap. Hier stehen sie alle rum, die ganzen Tussen. Dann muss ich hier irgendwie zusehen, dass ich hier den LKW hinkriege. Dann muss ich schnell sein wahrscheinlich. Dann muss ich wirklich schnell sein. Ich guck mal eben, wie das aussieht mit dem Auto. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Und dann kaufen wir uns hier das Ding. Reicht das nicht auch, wenn wir das hier querstellen? Ja, du mich auch. Also es reicht, wenn wir das Auto hier so hinstellen. Das kriege ich auch relativ zügig hin. Dann steht das hier ziemlich safe, aber ein LKW ist, glaube ich, besser. Weil die kommen hier rausgefahren, ne? Wisst ihr Bescheid? Ist hier noch ein verstecktes Päckchen? Nö. Die kommen hier rausgefahren mit den Autos. Also es sind, glaube ich, mehrere, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Fahren dann hier rum, weil klar, da oben wird's, dann werden sie wahrscheinlich nicht lang kommen. Es sei denn, sie fahren hier die Rampe hoch. Das wäre natürlich richtig asozial. Nee, aber ich glaube, die kommen wirklich hier rum, fahren dann hier raus und dann geht's halt los in so einer Verfolgungsjagd, wenn wir die nicht hier schon ausschalten. Oder wir machen die ganz schnell ausschalten. Wir schalten die alle hier ganz schnell aus, rennen dann dahin. Die Autos werden wahrscheinlich schon hier stehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Snipern eben kurz die Reifen kaputt, dann können die hier auch nicht fahren. Ja, Gott, ist das, also ich glaube, das sehen wir dann einfach in der nächsten Folge. Ich kaufe mir jetzt eben schnell die Werft. Und vielleicht machen wir dann ein, zwei Folgen hier an der Werft, damit wir ein bisschen was anderes haben. Also erst einmal noch die Werft gekauft. Natürlich kaufen wir die Werft. Die Bootswerft. Hallo?
Hello? Put it out. There's a dude here. Hey, Suit Dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300-horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, Suit Dude, you got a light? Dude. Bootswerft gekauft, $10,000. Und jetzt haben wir hier zwei wunderschöne Boote stehen. Und ich würde sagen, mit Ausblick auf diese wunderbaren Boote hier, machen wir hier einen kurzen Cut. Wir haben uns ja jetzt die Werft gekauft. Das freut uns alle. Dann kommen wir jetzt ein bisschen voran. Und ja, wenn es euch dann doch gefallen hat irgendwie und ihr mich unterstützen wollt, gebt mir gerne einen Daumen rauf, abonniert mich, würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, ihr seid immer noch fleißig dabei, auch wenn wir phasenweise hier echt am Rumfehlen sind und dann auch mal so Laufphasen haben wie jetzt. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Bugs. Tschüss.